Also Holzbau-Maiberger gibt es jetzt 2014 eigentlich 55 Jahre. Der Holzbau hat Tradition in unserer Familie. Mein Großvater, Urgroßvater und Vater natürlich waren auch alle schon Zimmermeister. Und da hat sich eine sehr lange Tradition aufgebaut. Ja, für mich hat es eigentlich nie einen Zweifel daran gegeben, dass ich nicht auch Zimmerer werden möchte. Und ja, in der Volksschule ist mir schon vorgekommen, was ich werden will. Dann habe ich gesagt, ich möchte Zimmerer werden, ist klar. Und bin dann in Halle in die Fachschule gegangen und bin dann 1978 in die Firma eingetreten. Ich war 7 Jahre auf die Baustellen und auch dann in der letzten Zeit sehr stark im Büro. Tätig habe mit meinem Vater natürlich schon fest eingespannt und habe in der Zeit sehr viel gelernt, muss ich sagen. Und habe 1985 hab ich dann die Meisterprüfung gemacht in Salzburg. Ja, und dann ist mein Vater verunglückt im Jahr 1985 und seither bin ich eigentlich ja, selbstständig tätig und habe gemeinsam einfach mit meinen Mitarbeitern die Firma bzw. mit meiner Familie die Firma aufgebaut, so wie es heute darstellt. Ich glaube, Holzbau-Maiberger hat sich von einem traditionellen Handwerksbetrieb weiterentwickelt zu einem mittelständischen Holzbaubetrieb, was aber modernen Technologien nicht abgeneigt ist. Ja, ich sage aber, wir machen von der Hähnerstalltür bis zu große Wohnprojekte machen wir alles. Und das, glaube ich, ist aber auch eine bestimmte Kunst, was man sich auch beibehalten sollte. Man sollte sich nicht schade sein für was Kleines, weil aus dem folgen oft auch dann große Aufträge. Aber ja, ich glaube, es ist einfach von der handwerklichen Fähigkeit ist einfach wichtig, dass man genauso gut einen guten Zaun machen kann, als wie einen Kirchturm decken oder eine große Holzwohnanlage zu bauen. Das Holz hat einfach eine Seele. Also, wenn man in den Wald reingeht und die Bäume, man sieht die großen Bäume und das ist diese Mächtigkeit im Wald, aber auch die Ruhe. Und also ich glaube, das ist einfach die eine Seele. Und ich glaube, das andere ist, dass einfach die Zimmerer auch eine Seele haben fürs Holz. Jeder, der was mit Holz arbeitet, der ist inspiriert von dem Holz und von dem Material. Und ich glaube, dass das färbt auf jeden Menschen ab, der was einfach mit Holz in seinem täglichen bei der täglichen Arbeit zu tun hat. Der Höhepunkt ist einfach schon für mich, wenn ich in der Früh in die Firma reingehe und meine ganzen Mitarbeiter und das Radl fangen einfach in der Früh schon voll zum Laufen an und jeder weiß, was er zu tun hat.
das ist für mich schon aufgeladen. Und auf die Baustelle geht es wieder dahin oder herin, startet das nächste Projekt und das ist einfach schön. Also das. Und natürlich, wenn du auf die Baustelle kommst und es entsteht wieder ein neues Bauwerk und du siehst es und es passt einfach alles zusammen. Und da kann ich einfach auf meine Leute gut verlassen. Und das ist einfach, ja, es gibt sehr viele Höhepunkte da. Also ich glaube, diesen Erfolg machen auch einen großen Teil unsere sehr motivierten und guten Mitarbeiter aus, was eigentlich seit Jahrzehnten in unserem Betrieb arbeiten, teilweise schon in der zweiten, dritten Generation. Und ich glaube, das ist ein Markenzeichen auch unseres Betriebes. Die Verlässlichkeit, die gleichbleibende Qualität und ich glaube auch die innere gute Zusammenarbeit eigentlich mit den Mitarbeitern untereinander. Nachhaltigkeit in unserem Betrieb wird einmal insofern, glaube ich, sehr stark gelebt, dass unsere Mitarbeiter aus der Region sind. Die kommen in der Früh sehr viel sogar mit dem Radl her. Die nächste Nachhaltigkeit ist für mich, dass wir unsere Betriebsmittel aus sehr schauen drauf. Und zwar erstens kommen unsere Abfälle ins Biomasseheizwerk in Lofer, wo praktisch Wärme für die Region erzeugt wird. Das zweite ist, dass wir unser ganzes Betriebsgebäude auf Passivhausstandard gedämmt haben. Wir verbrauchen keine Energie mehr bzw. keine Wärme mehr im Büro. Und das nächste ist, dass wir gemeinsam mit zwei Partnern eine Photovoltaikanlage errichtet haben mit 500 kW. Also dieselbe Strommenge, was unser Betrieb im Jahr braucht, wird rein mit unserem Anteil am Dach erzeugt. Und ich glaube, das ist das Nachhaltigste, was man eigentlich überhaupt machen kann. Das war immer mein Ziel, dass man sagen können, wenn der Baum wächst, wir bearbeiten mit Sonnenlicht, wir bearbeiten mit Strom, weil wir also mit aus Sonnenlicht erzeugten Strom, wir fertigen mit heimischen Mitarbeiter und wenn der Bau dann steht, dann tut er den Bewohnern was Gutes und dann, wenn er abgebrochen wird, ist er auch für thermische Verwertung oder was in Zukunft Neues ergibt, auch geeignet. Und ich glaube, das ist ein geschlossener Kreislauf und das ist die Zukunft.